Hallo und herzlich willkommen bei Barstuning. Wir werden heute beim Golf 2 den Kühler wechseln. Ihr müsst die Front dafür nicht abnehmen. Das ist ein Schlachter, daher ist die Front weg. Wir fangen an, indem wir die beiden Stecker hier abmachen. Einmal hier oben auf den Clip drücken. Der ist hier unten noch eingehakt. Den Haken können wir etwas zu uns biegen. Den hier rausnehmen. Dann haben wir hier unten noch einen Stecker. Beide zusammendrücken. Die schon mal weg. Dann haben wir hier ringsrum, und zwar geht es jetzt darum, den Lüfter rauszunehmen. Haben wir hier 10er Schrauben drin. 1, 2, 3 und hier unten noch eine. Die nehmen wir raus. Dann können wir das Teil hier herausnehmen. Das ist praktisch nur der Lüfter hier. Dann können wir jetzt den unteren und den oberen Kühlerschlauch lösen. Wichtig ist natürlich, stellt euch was unter. Erstens auffangen, zweitens, dass nichts dreckig wird. Wir machen zuerst den unteren Schlauch weg. Da wird jetzt einiges an Kühlmittel rauskommen. Jetzt nehmen wir natürlich den oberen Kühlerschlauch auch noch weg. Dann schrauben wir hier oben die 10er Schraube und die 10er Schraube auf. Der Halter hier oben ist nur eingesteckt, das heißt, wenn wir hier dran wackeln, können wir diesen Halter hier rausnehmen. Dasselbe gilt hier für diesen Halter. Kurze von den beiden gehört hier rüber und können dann den Kühlergrill hier rausnehmen. Dann haben wir, bevor wir den Kühlergrill dann rausnehmen können, haben wir hier noch einen Schlauch. Der ist mit einer normalen Schlauchstelle. Der Schlauch geht eigentlich hier rüber in den Ausgleichsbehälter und können dann den Kühler rausnehmen. Was wir dann beim neuen Kühler natürlich wieder brauchen, sind die Plastikteile hier. Einmal hier drüben, sind auch wieder 10er Schrauben. Das brauchen wir natürlich wieder. Und das hier. Und zu guter Letzt brauchen wir natürlich unseren Sensor hier noch. Dann nehmen wir uns einen 30er Schlüssel. Schrauben den noch hier raus. Wichtig ist, hier ist natürlich ein Dichtring drauf. Also wenn ihr den Sensor gleich mit neu kauft, wenn ihr den Kühler eh neu macht, kauft gleich den Sensor mit neu, dann passt das. Eingebaut wird dann das Ganze wie folgt. Unser Sensor hier natürlich rein mit Dichtring. Festziehen, ist aber natürlich nur Plastikgehäuse, deswegen nicht so extrem. Auf der anderen Seite natürlich wieder unsere Luftführungen montieren. Natürlich auch wieder. Er hat hier unten zwei so Führungen und die müssen natürlich hier unten in den Längsträger wieder rein. Unsere beiden Halter wieder eingeschoben. Die beiden 10er Schrauben hier wieder durch. Ihr könnt den Kühler schon ein bisschen befüllen. Das heißt, ihr steckt den unteren Kühlerschlauch, steckt ihr an. Natürlich mit Schelle. Dann befüllt ihr hier oben was mit einem Trichter, mit einem Schlauch oder ähnliches, dass der wirklich voll ist. Dann dauert es beim Entlüften nicht so lange. Dann steckt ihr hier den oberen an, macht die Schelle ebenfalls drauf. Schraubt mit den 4 Schrauben euren Lüfter hier wieder hin. Steckt beide Stecker wieder an. Natürlich nicht vergessen, den kleinen Schlauch hier oben am Kühler anzustecken, der dann zum Ausgleichsbehälter rüber geht. Dann können wir das Ganze auch schon entlüften. Es tut mir jetzt natürlich leid, dass ich es nicht wieder zusammenbaue. Wie gesagt, das ist ein Schlachter. Aber ich denke, ich habe alles erwähnt, wie ihr es machen müsst natürlich. Wenn ihr es ausbaut, kriegt das normalerweise auch wieder eingebaut. Zum Entlüften,
Zum Entlüften des Kühlsystems habe ich bereits ein Video gemacht, ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann soll es gewesen sein. Weitere Videos natürlich auf dem Kanal Golf 2, Golf 3, Golf 4 und auch weitere Fahrzeuge. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Bis dahin.